Herzlich willkommen aus Berlin. Es ist Mitte August und wir sind ein bisschen spät dran mit Feedback für August. Aber das ist dem Urlaub geschuldet, den Christian Röhl wieder mal in Mallorca verbracht hat. Aber jetzt sind wir wieder zusammen da und von daher präsentieren wir euch wieder Echtgeld TV. Christian und ich bin Tobias Kramer. Genau, da haben wir das ich jetzt mal so. Genau. Ja, ein bisschen. Du kannst dich sogar selbst vorstellen. Du kannst eine eigene Anmoderation, die uns aber dann direkt zu dem Thema führt. Den darf ich jetzt. Ja, den werde ich nicht übernehmen. Echtgeld TV, heute Feedback, das heißt Meinungen zu 7 Aktien und einem ETF. Und das sind auch Meinungen. Es ist auf keinen Fall Anlageberatung, Rechtsberatung oder Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Dementsprechend können wir auch keinerlei Haftung übernehmen, was ihr aus diesen Meinungen macht oder eben nicht macht. Genauso wenig, wie wir eine Garantie für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen geben können. Unterlagen, apropos, die gibt es natürlich wieder in der Echtgeld TV Lounge zum Download, natürlich auch zum Teilen, gerade in den sozialen Netzwerken. Wenn ihr das tut, immer schön den Quellenhinweis drauflassen, gerne auch noch mit einem extra Hinweis versehen, wo man sich denn für die Echtgeld TV Lounge anmelden kann. Und wer es noch nicht weiß, www.echtgeld.tv. Und jetzt starten wir mit 7 Aktien. Wir beginnen aber nicht mit einer der 7 Aktien, sondern wir fangen mal wieder an, wo es so ein bisschen auch darum geht, dass das Sprichwort, warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt, so nah abzuwandeln. Denn so gut ist ja das, was im Moment nahe liegt, eigentlich gar nicht. Der Deutsche Derivateverband, als hätte er geahnt, welchen Fonds wir uns heute vorgenommen haben, hat heute eine Pressemitteilung rausgegeben. In der heißt es, heimatverbunden im Depot. 54% der Privatanleger in Deutschland setzen bei einem Indexinvestment zunächst auf den deutschen Aktienindex. Mit knapp 23% ein deutlicher Anstieg gegenüber der Umfrage aus dem Vorjahr. Also, die Home Bias ist nach dieser Umfrage, und da haben einige Leute teilgenommen, wie viele finde ich? 1728. Die Homebias ist damit sogar noch stärker geworden. Und das ist für uns eigentlich der optimale Anlass zu sagen, Moment mal, da muss es doch was geben, was, wenn man ein deutsches Interesse hat, dann ist es ja ganz schön, aber vielleicht gibt es ja auch andere Indexkonzepte. Und deswegen gehen wir mal aus Deutschland raus, deswegen gehen wir aus Europa raus. Und deswegen haben wir uns etwas gesucht, weil es auch gewünscht wurde, was auf den fantastischen Namen Morningstar US White Mode ETF hört. Und den wollen wir euch jetzt zunächst mal vorstellen. Und wenn man den Chart sieht, Christian, wenn man die Gelegenheit hat, den Chart zu sehen und nicht im Auto unterwegs ist und die Unterlagen noch nicht untergehen hat, dann sieht man was ganz Beeindruckendes bei diesem Index. Ja, also der S&P 500, der Leitindex der Wall Street, war nicht so einfach zu schlagen in den letzten 10 Jahren. Brutal gute Performance inklusive Dividenden in Euro mehr als verdreifacht. Aber dieser Morningstar US White Mode Index, der hat es eben geschafft, sich mehr als zu verfünffachen seit Anfang 2008, also inklusive des Zeitraums mit der Finanzkrise. Und da muss man sagen, also viele aktive Fondsmanager haben das ja versucht, sind grandios daran gescheitert. Hier und scheitern haben, da auch regelmäßig dran. Genau, hier haben wir nicht nur auf Indexbasis eine sehr lange und kontinuierliche Überrendite, sondern übrigens auch auf Basis des ETF, der seit 2015 in Deutschland erhältlich ist, also auch wirklich als UCITS-kompatibler steuertransparenter Fonds der Fondsgesellschaft VanEck und seit der Auflegung 60% plus in Euro für die Anleger im ETF, während man mit einem ganz normalen S&P 500 ETF, beispielsweise dem iShares Core, nur in Anführungszeichen 40% gemacht hat. Das heißt, die Sache funktioniert nicht nur auf Indexbasis, sondern die funktioniert tatsächlich auch mit realem Geld und steigenden Volumina. Und das ist natürlich etwas, wo man dann mal näher in das Konzept hineingucken muss, was dich wahrscheinlich ja besonders anspricht, denn White Mode heißt ja nichts anderes als breiter Burggraben. Und da sind wir ja bei einem Herrn, den du einmal im Jahr besuchst, nämlich
Warren Buffett. Genau, aber dessen Outperformance gegenüber dem S&P sieht auf keinen Fall so eindrucksvoll aus. Und das ist das wahnsinnig Spannende an diesem Konzept hier, was Morningstar da quasi mit in diesen Fonds reinbringt. Und ganz wichtig, um zur Abgrenzung dessen, was auf einigen Websites zu diesem Fonds steht, zu sagen ist, ihr lest das schon richtig in unserem Echtgeld-TV-Porträt. 52 Aktien sind dort enthalten und nicht, wie es verschiedentlich auf Websites oder auch in Artikeln heißt, 20 Aktien. Also hier sieht es ein bisschen anders aus. Ihr seht auch, die Top 10 Aktien haben 27%. Was auffällt, US-Aktien trotz des Burggrabens mit einer in dem Portfolio verhältnismäßig günstigen Bewertung, wenn man das Ganze mit dem S&P oder auch mit dem Dow Jones vergleicht, von gerade mal 15,3 im KGV, eine okay Dividendenrendite. Wir wissen ja auch aus dem Buch, das Christian geschrieben hat, dass es bei Dividenden auch noch auf was anderes ankommt als nur auf die bloße Höhe. Und von daher 2,4%, da kann man gut mit leben. Und was wir ja ganz besonders mögen, Gleichgewichtung. Und da genau. Ist ein Teil des Konzepts, der ein bisschen ungewöhnlich ist, weil die machen zweimal im Jahr eine Reallokation. Und ja, zweimal im Jahr überprüfen sie das Portfolio. Allerdings, nein, sie überprüfen es viermal im Jahr, aber immer nur zur Hälfte. Das heißt, also dadurch haben sie im Grunde zweimal Komplettumschichtung, aber sie haben es verteilt auf vier Termine, versuchen damit möglichst hohe Aktualität zu gewährleisten, aber gleichzeitig den Umschlag nicht so weit ausufern zu lassen, wie das bei einer vierteljährlichen Umstellung wäre. Da muss man auch am Ende sagen, der Erfolg gibt dann recht. Das scheint hier sich zumindest nicht negativ auszurechnen. Und man muss, wenn wir über die 52 sprechen, natürlich trotzdem sagen, wenn man die Größe des amerikanischen Aktienmarktes bedenkt, ist das ein relativ konzentriertes Portfolio. Ja. Allein im S&P 500 haben wir, wie gesagt, 500, was insgesamt halbwegs ordentlich handelbar ist. In den USA sind 2000 Aktien, die man auch als Privatanleger noch gut handeln kann, bevor man in den wirklichen Nischen- und Spezialwertebereich geht. Das ist schon sehr konzentriert. Aber, das darf man ja auch nicht vergessen, das ist die einzige Voraussetzung, ein konzentriertes Portfolio, um überhaupt eine nachhaltige und starke Überrendite erzielen zu können. Denn wenn ich aus dem US-Universum 300 Aktien von 2000 nehme, wird das schon schwierig. Hier ist die Chance natürlich da, kann natürlich auch mal in die andere Richtung gehen, das ist immer so bei fokussierten Portfolien, aber hier... Ist auch immer so übrigens bei Investmentstrategien, ja. Wenn wir an Value-Strategien denken, die immer wieder in die Kritik kommen, wenn sie dann mal 2-3 Jahre nicht laufen, aber sich dann eben wieder bewähren, wenn die Märkte mal deutlich einklingen. Investmentstrategien laufen immer in einzelnen Zeiträumen mal schlechter als ihr Vergleichsmaßstab. Genau, aber hier haben wir es natürlich mit dem Qualitätsthema zu tun. Burggraben, das ist etwas, was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit sehr gut läuft, was natürlich in den letzten Jahren sehr gut gelaufen ist. Allerdings müssen wir an dieser Stelle bei allem Lob, was wir mittlerweile zu dem ETF hier ausgekübelt haben, eine ganz entscheidende Sache anmerken, nämlich wenn es um die Frage geht, wie kommen denn jetzt die Aktien da rein? Wie ist denn jetzt die Entscheidung? Da sind wir normalerweise gewohnt, dass das mehr oder weniger transparent nachvollziehbar ist. 3-4 Kennzahlen, die können auch mal ein bisschen schwieriger sein bei dem Value-ETF mit dem Scoring oder sowas. Manchmal ist es sehr einfach, das ist nur die Volatilität oder nur die Marktkapitalisierung. Aber ETF heißt einfach transparent. Das ist hier eben nicht der Fall, denn Grundlage für die Einbeziehung der Aktien ist das sogenannte Wide Mode Rating der Investmentanalysten von Morningstar. Das ist letztendlich eine Einschätzung, die qualitative Elemente enthält, die natürlich auf natürlich Kennzahlen basiert, aber in letzter Instanz diskretionär ist. Und das ist die Grundgesamtheit für die Aktien, die hier hineinkommen. Was heißt diskretionär? Willkürlich, könnte man sagen, nicht gekoppelt an rein objektive Kriterien. Ich weiß, dass ich mich die ersten Mal, als ich dieses Wort gehört habe, immer daran gestört habe. Und immer so ein bisschen so, was? Das ist zum Beispiel also auch eine wichtige Branchenbezeichnung. Also alles das, was man nicht unbedingt braucht an Konsumartikeln, ja, was eine freie Entscheidung ist, das nennt man in den USA Consumer Discretionary. Ja, aber diskretionär klingt natürlich viel sophisticateder. Ja, willkürlich hört sich natürlich immer so ein bisschen blöd an, nach dem Motto, ach, die gucken jetzt mal da. Nein, die haben natürlich Kriterien, die haben auch ganz klar definiert, welche Arten von Burggraben gibt es denn? Und es gibt 5 Arten von Burggraben,
pardon, die dort unterschieden werden. Erstens eine starke Marke. Das ist sowas wie Coca-Cola. Das war, dachte ich in der Tat so. Klar. Zweitens hohe Wechselkosten. Beispiel SAP. Wer einmal so ein Ding installiert hat, kann nicht einfach sagen, oh, jetzt haben wir das als Unternehmen. Gefangen in der Cloud oder gefangen innerhalb bei. In den nächsten 3 Wochen gehen wir jetzt mal zu Salesforce. Drittens, nachfrageseitige Größenvorteile. Gutes Beispiel dafür Visa. Ne? Je mehr Leute so eine Kreditkarte haben, umso attraktiver wird das natürlich insgesamt, je größer das ganze Ökosystem ist. Dann angebotsseitige Größenvorteile. Ne? Je mehr Produkte du raushaust, umso attraktiver wird es. Und natürlich dann noch regulatorische Vorteile. Das ist dann schon relativ speziell. So, das alles kriegt man in diesem Morningstar US White Mode ETF völlig verpackt für 0,49% Total Expense Ratio. Ja, das liegt oberhalb dessen, was man normalerweise für die preiswerten Billigheimer ETFs so bezahlt. Aber dafür bekommt man hier eben auch eine fulminante Outperformance mit dem von Christian angesprochenen recht konzentrierten Depot. Ich finde eine 50er Größe auch eine richtig tolle Fondsgröße, ja, weil man da eben auch genau diese Situation hat. Wenn es auch ein Handpicked-Portfolio wäre, dann ist es eben etwas, was gut zu überblicken ist, genau, für jemand, der sich damit vorher beschäftigt. Hier ist es eben in Kombination mit Morningstar gemacht. 115 Millionen Euro liegen im Moment gerade drin. Das ist verhältnismäßig wenig. Also da geht ja auch noch eine ganze Menge. Das ist etwas, wo man für Van Eck sagen muss, da fängt allmählich überhaupt erstmal der Spaß an einem solchen Fonds an. Dem Fonds täte Volumen gut. Das ist aber natürlich auch vielleicht, wenn man mal sich mehr Gedanken macht, mal wieder in schwierigeren Börsenphasen über Bewertungen, vielleicht ein Argument für diesen Fonds, denn es gehen nicht alle Aktien ein, die einen Wide Mode, einen hohen, breiten Burggraben haben, sondern es werden deshalb auch die häufige Überprüfung diejenigen genommen, die am weitesten von dem von Morningstar ermittelten quantitativen fairen Wert entfernt sind. Diese ganzen einzelnen Kennzahlen sind natürlich nur für Morningstar-Abonnenten ersichtlich, aber wie gesagt, das Resultat kriegt man für 0,49% TER. Ist sicherlich etwas, was eine Alternative ist zum S&P-Fonds. Kann auch eine Alternative sein, wenn jemand sagt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt ein MSCI World kaufen soll oder vielleicht nicht, dass doch etwas aufspalte, weil die US-Dominanz zu stark ist, und dass man sagt, okay, 50% oder 40% in so ein White Mode, 30% in Euro oder Stocks 600. Wir haben hier eine gut diversifizierte, mit einem interessanten Modell und mit einem vor allen Dingen erfolgserprobten Modell verpackte Investmentstrategie, die eine tolle Alternative zum Standardinvestment in den Standardportfolien darstellt. Und von daher freuen wir uns auf die Idee und freuen wir uns über die Idee, dass die an uns herangetragen wurde. Und ihr habt jetzt die Möglichkeit, euch zu entscheiden, ob das vielleicht eine interessante Ergänzung für euer Depot ist. Und damit starten wir mit dem, was wir in diesem Monat von euch bekommen haben. Und lustigerweise sind wir da gar nicht so weit weg von dem, was wir eben besprochen haben. Denn ein Bereich Asset Management ist auch bei der Unternehmung, die wir jetzt besprechen, ein wichtiger Bestandteil, der im Moment ungefähr 20% zum Ergebnis beiträgt. Darüber hinaus gibt es eben noch die Schaden- und Unfallversicherung sowie die Krankenversicherungen, die jeweils so um die 40% beitragen. Und wir sprechen über die Allianz, ein DAX-Unternehmen, was zuletzt gute Zahlen vorgelegt hat, die Planung nicht euphemistisch angepasst hat, wie es ja so gerne heißt. Ein Unternehmen, was mit einem KGV notiert, was knapp oberhalb von 10 ist, damit auch wirklich so erstmal so im Beuteschema bei mir so auftaucht, wo ich mir denke, hoppala, das ist aber wirklich günstig, versehen mit einer Dividendenrendite, die Christian quasi strahlen lässt, 4,7%. Über 25 Jahre gezahlt, 10 Jahre jetzt nicht gesenkt und mit einem kleinen Wachstum und vor allen Dingen auch einer moderaten Ausschüttung mit dabei. Also das liest sich einfach richtig gut. Die Aktie hat
im letzten Jahr den DAX outperformt, 10 zu minus 10, in den letzten 3 Jahren den DAX outperformt, 75 zu 11%, in den letzten 5 Jahren den DAX outperformt, 100 zu 20%. Tolle Gesellschaft und eben auch trotz dieses Erfolgs eine Gesellschaft, die auf keinen Fall zu teuer ist. Hast du eigentlich auch den Namen der Gesellschaft mal gesagt? Allianz habe ich am Anfang okay, gesagt. Okay, Allianz ist ja, Allianz, wird jetzt immer die Gesellschaft. Nein, ich kann da gar nicht folgen. Nee, ist natürlich ganz klar für mich eine integrale Portfolioposition. Dividendenadel jetzt wieder, auch rein formell. Die hatten eine kleine Kürzung der Dividende während der Finanzkrise. Dadurch wurde der Track Record unterbrochen. Ansonsten von den Kennzahlen her großartig. Die letzten Quartalszahlen waren sehr gut, vor allen Dingen im Asset Management Geschäft. Man hatte ja damals gedacht, Bill Gross, der war ja so der Spiritus Rector von PIMCO, dem Investment Arm, den man eingekauft hatte, Pacific Investment Management Company. Und der ging plötzlich und da dachte man, oh je, jetzt bricht da alles zusammen. Und quasi. Es war wohl eher so, dass die Leute gesagt haben, ja, endlich ist er weg. Er ging dann zu Janus Capital, was nicht sehr erfolgreich war dort. Aber bei PIMCO und insgesamt der ganzen Einheit Allianz Global Investors schienen plötzlich Kräfte freigesetzt zu werden. Und es ist inzwischen wirklich ein großartiger Vermögensverwalter. Interessant auch, das Lebensversicherungsgeschäft in Deutschland und in den USA läuft wie Harry. Es gibt nach wie vor viele Leute, die Lebensversicherung kaufen. Das sind natürlich vor allen Dingen Risikoversicherungen. Aber es gibt natürlich auch da immer noch abenteuerliche Konstruktionen. Ist ja fein. Das Krankenversicherungsgeschäft läuft sehr, sehr gut, sehr stark. In der Sachversicherung hat man mit den Erträgen aus dem Deckungskapital, wen wundert es? Ein paar Probleme, die sind etwas schlechter gewesen, aber in Summe ist der Konzern breit diversifiziert. Das sieht richtig gut aus und ich finde wenige Argumente gegen ein Investment in die Allianz. Stimmt, ich habe vorhin Lebensversicherung gesagt, Schadenunfall ist 40%, Krankenversicherung ist 40%, so ist die Verteilung. Was auch noch sehr schön ist, als ich mir die Zahlen auf der Halbjahresebene oder auf der Quartalsebene da angeschaut habe, habe ich mal so ein bisschen gerechnet und so festgestellt, naja, die machen jetzt auf ihre Assets 0,17% pro Jahr an Profit. Und da dachte ich mir irgendwie, das klingt aber low. Und dann haben wir uns mal im unmittelbar vor der Sendung die Zahlen von BlackRock angeguckt. Und BlackRock würde einen signifikant anderen Kurs haben, wenn sie da auch wären. BlackRock hat in etwa die Hälfte der Profitabilität in der Asset-Management-Sparte wie die Allianz. Aber ist die Allianz haben, da auch noch gar nicht gut? Sie haben da, also bei den 0,17%, also es waren 0,042% aufs Quartal gerechnet, bei den 0,17 muss man sagen, da geht sicherlich auch noch was, 0,25. Das ist dann aber offensichtlich auch das obere Level, was zu erreichen ist. Man kann auch dazu sagen, ja, BlackRock ist ja auch viermal so groß, machen viel mehr ETF-Geschäft, könnte man sagen. Wir haben uns dann aber auch mal nochmal die DWS dazu angeguckt und da waren die Größen 660 Millionen und 800 ja. Milliarden. Also da ist es auch unterhalb von 0,1%, ja. Was die DWS auf die Assets reinholt. Ja, da ist auch eine kräftige ETF-Position mit dabei, aber machen wir uns nichts vor, die DWS ist auch sehr, sehr stark in den Publikumsfonds und ist da nicht ansatzweise so profitabel, wie es die Allianz in diesem Bereich ist. Also von daher das Versicherungsgeschäft im Griff, was ja nicht immer so leicht ist, das Asset-Management-Geschäft toll aufgestellt. Aktien haben sie jetzt auch zurückgekauft, 1,5% des Programms ausgelaufen am 30.06., wo sie 6,2 Millionen Aktien zurückgekauft haben. Ja. Also es gibt wenig Gründe dagegen. Ja, man sollte diese Aktie als deutscher Anleger eigentlich im Depot haben. Also nicht nur als deutscher Anleger ist natürlich ein besonderes Argument, wenn man denn mal eine deutsche Aktie haben möchte, dann ist es natürlich die Allianz hervorragend. Wir haben gerade auch schon wieder die Fragen, was haltet ihr von Chubb? Dann kommt ansonsten immer gerne die Frage, was haltet ihr von AXA? Was haltet ihr von Prudential? AXA, Prudential sind nochmal leicht günstiger als eine Allianz, aber ich muss doch sagen, wenn ich ein top aufgestelltes Unternehmen hier in Deutschland habe, warum dann in die Ferne schweifen? Es gibt so viele Branchen,
so viele Geschäftsmodelle, bei denen ich gar nicht anders kann, als im Ausland zu investieren. Da bin ich doch mal richtig froh, wenn ich mal den Erstversicherungsbereich hier mit einem starken Asset Management Arm in Deutschland abdecken kann. Dazu noch mit einer wirklich gut geführten Firma mit hoher Dividendenrendite, ohne sich nach der Decke zu strecken. Denn es gibt sie, die guten und auch preisgünstigen Unternehmen im deutschen Aktienindex. Und das ist eines davon, was man guten Gewissens unserer Meinung nach auch jetzt kaufen kann. Und jetzt an einem Tag, wo der DAX irgendwie mal im Bereich 2, 2,5, 3% nachgibt, wird es ja obendrein auch noch so ein bisschen billiger. Also von daher, vielleicht könnte das ein oder andere unterhalb der 200 abstauen. Und vielleicht geht es ja auch noch weiter runter, denn wir wissen ja nicht, wo die ganze China, Hongkong, Trade Agreement, Nervosität so endet. Eins sollten wir noch erwähnen, unbedingt, weil wir immer nur Charts haben, die 2008 anfangen. Und wenn man sich die nun anschaut, denkt man, naja, da hat die Allianz ja gerade ein Allzeithoch gemacht. Pustekuchen, ja. Kurse von 200 Euro für die Allianz, da war was, sind mehr als 50% unter dem Allzeithoch. Das wurde nämlich erreicht im Jahr 2000 tatsächlich. Das musste mein Vater irgendwann mal erfahren. Bei über 400 Euro inklusive Dividende ist man jetzt so ungefähr 0 auf 0, wenn man damals gekauft hat. Das war diese Wahnsinnszeit, wo es um steuerfreie Beteiligungsverkäufe ging. Und man hat gedacht, na, die Allianz, die damals sehr viel Industriebesitz hatte, wird jetzt richtig das versilbern. Dummerweise kam dann der Crash des neuen Marktes und dann dieses furchtbare Jahr 2002 das war nicht der dazwischen. Einzige. Nein, und dann gab es natürlich einen, der ziemlich genau auf dem Tiefpunkt der Märkte diesen ganzen Industriebesitz der Allianz versilbert hat. Der war damals im Vorstand, sein Name ist Achleitner. Der darf jetzt die Deutsche Bank zugrunde richten. Das nur für diejenigen, die mal ein bisschen eine längerfristige Einordnung möchten. Und ja, das sollte es dann eben auch zur Allianz gewesen sein. Wir machen weiter. Wir machen weiter mit Aurelius Equity Opportunities. Das ist eine etwas eigenartige und ungewöhnliche Konstruktion, das Ganze. Ist es ein Fonds? Ist es eine Aktie? Was ist es denn eigentlich? Naja, es ist eine kapitalistische KGaA, das hatten wir schon öfter mal. Also es ist eine Aktiengesellschaft im Kleid der Kommanditaktiengesellschaft, die von extern gemanagt wird. Ja, ist also die Möglichkeit, wenn man sagen, also man möchte eine Investmentgesellschaft haben, die aber, wo das Management nicht am Wohl und Wehe komplett der Hauptversammlung hängt. Sodass also man auch mehr Aktionäre reinholen kann, als man selber als Management kontrollieren kann. Es ist auf jeden Fall keine klassische Beteiligungsgesellschaft, nur weil es ein deutsches Kleid hat und auch in Deutschland börsennotiert ist. Das ist jetzt keine Gesco, keine Indus, also irgendeine Management Holding, die so ganz konservativ Assets hält, sondern wir haben es hier zu tun mit einem knallharten Private Equity Investor. Die wollen auch restrukturieren. Ja, die wollen restrukturieren. Die sind allesamt angelsächsisch geprägt von ihrer Herkunft, der Markus, der Gründer, und auch die ganzen Teams kommen aus der angelsächsischen Private Equity und Investment Banking Kultur. Entsprechend auch mit den rabiaten Methoden, was die Sanierung der Firmen angeht und natürlich auch, was die bisweilen recht offensive Bilanzierung angeht. Insofern, Aurelius, ja, ist eine Beteiligungs- und Private Equity Gesellschaft fokussiert auf Sanierungsfälle in Europa, auf Turnaround-Situationen, also nicht auf ewiges Buy and Hold, sondern innerhalb von 2, 3 Jahren ein Unternehmen zu restrukturieren und richtig viel mehr draus zu machen. Das haben sie bei einigen Unternehmen, auch bei einigen Bekannten ganz gut gezeigt. Behrensen ist ein Beispiel, Studienkreis ist ein nicht börsennotiertes Beispiel. Manchmal funktioniert es auch nicht. Als Kreuzfahrer erinnere ich mich natürlich an das Traumschiff, die Dahlmann-Reederei. Ja, die hat man irgendwie zu Tode beraten und irgendwann ist der Pott ja dann auch zumindest wirtschaftlich abgesoffen. Der Net Asset Value, das wurde jetzt gerade in Halbjahreszahlen bekannt gegeben, der Gesellschaft liegt aktuell bei 1,4 Milliarden, Marktkapitalisierung 1,05. Aktuell, also da gibt es schon mal den bei diesen Gesellschaften nicht ganz unüblichen Rabatt auf das Beteiligungsvermögen. Aber irgendwie scheint es ja auch so ein bisschen so zu sein, dass sie lange Zeit was richtig gemacht haben, nicht so am Chart gut ablesbar bis 2017. Dann haben sie das erste Mal so richtig ordentlich vors Knie bekommen
Dann haben sie sich wieder berappelt bis Mitte 2018 und dann war auch so ein Abrüppeln. Jetzt wieder runter. Ja, also 2017, damals, das war eine Short-Attacke, wo man ihnen falsche Bilanzierung unterstellt hat. Da war nach allem, was man heute weiß, nichts dran. Das Unternehmen hat sich halt kommunikativ nicht wirklich immer optimal verhalten. Man ist da so ein bisschen clandestin. Auch das zeigt wieder, das ist keine klassische Aktiengesellschaft von der Kultur her, sondern eher so ein bisschen verdruckst wie ein Private Equity Fonds. Das, wenn man natürlich, was die Portfolio-Unternehmen angeht und die Stories dieser Gesellschaften, schon ganz ordentlich reportet. Aber das hat natürlich einen Knacks für das Vertrauen gegeben, auch was die Anteilsverhältnisse von Dr. Markus angeht. Man muss aber eines der Gesellschaft immer wieder zugute halten. Sie kündigen sehr wenig an, aber sie arbeiten und sie liefern. Sie liefern in Form von Erträgen und sie liefern vor allen Dingen in Form von Ausschüttungen. Die sind sehr, sehr hoch. Es gibt seit 13 Jahren eine Basisdividende, die ist 12 Jahre in Folge gesteigert worden. Dieses Jahr zum ersten Mal nicht, aber dazu gibt es immer noch eine direkte Beteiligung an den Verkaufserlösen in Form einer Sonderdividende. Die war dieses Jahr genauso hoch wie die Basisdividende. Es gab also 3 Euro, was bei dem Kurs natürlich auch eine fette Dividende ist. Deshalb, wenn man die Dividende zum Kurs dazu rechnet, sieht es nicht mehr ganz so schlimm aus. Aber man hat natürlich mit Blick auf die Konjunkturabkühlung bei Aurelius immer Zweifel, wenn es vielleicht dann Probleme geben könnte, die Unternehmen, die man jetzt hat, zu drehen und auch schnell wieder zu verwerten. Und da preist man jetzt einen Sicherheitsabschlag ein. Für mich ist es eine Geschichte, die ist schwer transparent. Es ist letztendlich eine Wette auf den Kopf von Dirk Markus und seinem Team. Und bislang kann ich halt nur sagen, es ist operativ alles, was versprochen wurde, eingehalten worden. Man hat geliefert. Und das Portfolio, wo zum Beispiel aktuell Hansejachts mit dabei ist, wo Calumet dabei ist, der Fotobedarfshändler für diejenigen von euch, die gerne fotografieren, wo Office Depot dabei ist, wo die Flottentochter der britischen Telekom dabei ist, BT Fleet Services, wo eine Schönheits-OP-Kette dabei ist in Großbritannien auch. Das Portfolio hat schon genügend Stellschrauben. Es ist breit diversifiziert mit 20 Unternehmen. Da kann einiges gehen, aber zyklische Risiken sind natürlich da, Brexit-Risiken sind natürlich da. Ob die Aktie sich kurzfristig erholt, wage ich zu bezweifeln. Ansonsten, es ist eine Geschichte, wo viele Anleger gelernt haben, Schwankungen auszuhalten. Oder eben auch nicht. Wenn man sich mit dieser Art von Investment, die nur eine begrenzte Transparenz haben, die ja eigentlich auch normalerweise nicht handelbar sind, nicht wohlfühlt, sollte man es lassen. Wenn man sowas macht, gibt es jetzt keinen Grund mehr, die Aktie zu verkaufen, in meinen Augen. So, und bei mir ist es einfach, ich lasse es dann einfach bleiben. Für mich nicht so relevant. Ich finde, da gibt es interessantere Möglichkeiten im Beteiligungsbereich. Und wir gehen in die USA und wir gehen in das Thema Urlaub. Wir reden über Gesellschaften oder wir reden über Websites vielmehr wie Priceline, Agoda, Rentalcars.com, OpenTable, gestern gerade genutzt, Kajak. Und das alles ist Teil des Unternehmens, was wir jetzt besprechen, was den einen der bekanntesten Namen in der Reisebranche und Reiseindustrie hat, Booking.com, Booking Holdings heißt die Gesellschaft. Das ist eine extrem beeindruckende Geschichte von einem Unternehmen, was trotz dieses fulminanten Kurswachstums seit Ende 2005, als die Aktie umgerechnet unter, vielleicht ist es sogar nicht umgerechnet, unter 1943 notiert hat, hat sich dieser Wert also verhundertfacht. Er ist Teil der Tenbagger-Riege der Sendung, die wir kürzlich gemacht haben und die ihr euch im YouTube-Archiv nochmal an oder erstmals anschauen könnt, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, oder auch nochmal anschauen könnt, wenn ihr nochmal ein bisschen durch die Tenbagger geführt werden wollt. Das alles ist aber noch gar nicht zwingend das Ende der Reise, ob es nochmal ein Tenbagger wird. Das wird schwierig, aber ein beeindruckendes Wachstum weist die Gesellschaft immer noch aus. Im letzten Quartalsreport waren es 14% angestrebt.
und erwartet werden eher so 17%. Also da geht schon noch, auch mit Blickrichtung auf die nächsten Jahre, einiges. Mit einem KGV von 2019 erwartet unter 20 ist die Gesellschaft für das, was sie an Track Record hat und das, was sie auch da an Burg graben hat, weil die meisten Kunden nämlich auch zufriedene Booking-Kunden sind, und ich sagte es ja auch mit einem weinenden Auge als TripAdvisor-Aktionär, die ihre Seite in den letzten Monaten leider nicht so auch der Booking-Seite angenähert haben, dass es mit einer ähnlichen Geschwindigkeit und mit einem ähnlichen Komfort geht, wie man es auf dieser Seite vorfindet. Und ansonsten beeindruckende Wachstumszahlen und auch eine beeindruckende EBITDA-Marge von knapp 40%. Ja, das ist also so ein Plattformunternehmen par excellence. Da wird ja auch viel darüber diskutiert. Haben diese Unternehmen zu viel Macht? Hoteliers beklagen sich ja sehr gerne, insbesondere über Booking, unfaire Geschäftspraktiken. Das wäre auch relativ einfach marktwirtschaftlich zu lösen, indem man, wenn man denn über Hotel-Websites direkt bucht oder bei Hotels einfach mal anruft, hey, können wir bei euch direkt buchen, dass das schnell klappt und dass man vielleicht auch noch ein Goodie dazu bekommt, ein Frühstück umsonst oder sowas. Viele Hotels, wir haben das des Öfteren probiert, sind da äußerst verdruckt und wir können sie nicht entscheiden, dann musst du wieder hin und her telefonieren, sonst hast du irgendwann keinen Bock mehr, sagst du, komm, bestelle ich bei, mache ich das alles bei Booking und such mir mein Frühstück sonst wo. Also insofern, ich glaube, sie sind da sehr, sehr gut positioniert. Es ist so, ich habe das jetzt gerade dieser Tage erlebt, als ich für den kommenden Freitag ein Hotel in Frankfurt gebucht habe, wo ich dann mein Reisebüro angerufen habe und gefragt habe, kriegt ihr den Preis auch? Und die waren ein bisschen drunter, unter dem Bookingpreis. Es gibt aber auch extrem merkwürdige Situationen auf diesen Reisewebsites. Irgendwann mal erlebt im Le Méridien Stuttgart, wo ein Preis war, der sehr günstig war und wo ich beim Hotel nachgefragt habe, ob es bei einer Direktbuchung in irgendeiner Form was anderes gibt, die mir gesagt haben, nee, der Preis war einfach 20% über dem von mehreren Buchungsplattformen, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Dann muss man sich nicht über die Macht der Portale beschweren. Interessant wird natürlich auch, wie entwickelt sich das Zahlenwerk einer solchen Mega-Plattform, wenn wir jetzt wirklich in eine Rezession, Konjunkturabkühlung weltweit hineinrutschen sollten. Das wäre ja dann das erste Mal, seit diese Plattformen eine solche Macht haben und die Plattformökonomie in dieser Form so weit verbreitet ist. Werden die auch Einbrüche haben, gerade im Tourismusgeschäft? Werden sie die kompensieren können, zum Beispiel durch Marktanteilsgewinne? Und was ist in dem Fall mit den Werbeausgaben? Nutzt man dann vielleicht das, um final die Marktposition nochmal richtig auszubauen? Das heißt also, in der Krise vielleicht noch mehr Werbung zu machen, noch präsenter zu sein? Oder, das ist ja wichtig. Oder nimmt man das dann als Stellschraube, um die Aktionäre irgendwie zufriedenzustellen und sagt, naja, wir müssen ja nicht mehr 4 Milliarden im Jahr raushauen für Werbung, sondern vielleicht tun es auch mal 3. Und bei einem EBITDA von bislang 5,77 Milliarden, eine Milliarde weniger Kosten, das macht sich natürlich dann sofort bemerkbar. Das wird spannend sein. Also Werbung ist natürlich der ganz große Faktor auf der Kostenseite hier, damit natürlich auch die Stellschraube für den Ertrag. Man hat es mal im dritten Quartal letzten Jahres auf TechCrunch lesen können, da ging man davon aus, dass Booking alleine in dem Quartal 1,2 Milliarden Dollar an Google gezahlt hat für Performance-Marketing auf den Google-Seiten. Ja, und das, über die Dimension, das erlebt ihr ja auch öfter. Wenn ihr irgendein Hotel Interconti Frankfurt eingebt, dann macht Booking es so, dass es euch suggeriert, ihr kommt zu der Hotel-Website, ihr landet dann aber in den Fängen von Booking, und in den Fängen fühlt man sich in der Regel eigentlich relativ wohl, weil da schön die Fotos sind, man kriegt schnell die Angebote, das Ganze, der Buchungsprozess ist sehr, sehr schön und smooth durchprogrammiert. Es ist wirklich easy, wenn man einigermaßen regelmäßig bucht, dann kommt man in das Genius-Programm. Ich glaube, dafür sind irgendwie 5 Buchungen oder sowas in 2 Jahren, also da kommt man auch wirklich easy rein. Notwendig, und dann kriegt man auch nochmal zusätzliche Rabattangebote bei Booking vermittelt. Also das sind alles so Sachen, wo man sagt, die wissen schon, wie man Kunden auch in den Fängen behält. Nicht nur einfängt, sondern auch wie man sie behält. Es ist ein Top-Unternehmen, sicherlich kein Kaufalarm.
Momentan sowieso nicht. Ja, muss man sagen, das ist nicht die Phase, wo man sagt, hey, jetzt hier rein, nur weil es mal ein bisschen runter ist. Wir haben zu viele Unsicherheiten dafür, aber das ist etwas, wenn man sagt, okay, also ich will in dem Plattformbereich endlich mal Fuß fassen. Booking, großartige Idee dafür. Einfach mal auf den Chart schauen. Man sieht, die Aktie entwickelt sich, seit sie diesen ersten Boom hatte, rauf auf $500, immer so in Treppenstufen, ähnlich wie eine Starbucks. Ja, bei 500 hat sie mal 2 Jahre rumgekaspert, oberhalb von 1000 sogar 3 Jahre. Dann ging es wieder einen ganz schnellen Move bis auf 2000 und jetzt sind wir auch schon seit 2017 da oben irgendwie dabei, ein Plateau auszubilden. Das heißt, da kann man sich einfach mal Zeit lassen, das beobachten, langsam eine Position aufbauen. Bei einem Stückpreis von $2000 ist vielleicht für den einen oder anderen vielleicht der Sparplan, Durchschnittskostenmethode sowieso die beste Möglichkeit, die Aktie langsam zu erwerben. Und man sollte längerfristig mit der Aktie noch viel Spaß haben. Dividende könnte es eigentlich geben, aber es ist eine Cashmaschine. Allerdings kaufen sie wie blöd Aktien zurück. Sie haben in den letzten 3 Jahren den kompletten Free Cashflow in den Aktienrückkauf gesteckt. Ja, finde ich, da muss ich wirklich sagen, das ist immer so eine Geschichte, die empfinde ich da auch bei den Bewertungsrelationen als übertrieben, weil also so auf so einem extremen Preiswertniveau ist die Aktie da aus meiner Sicht noch nicht. Es ist ein fairer Preis, da kann man das Geld einfach auch mal trocken halten. Oder dem Anleger geben und sag, mach du, was du damit willst. Und Geld trocken halten ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Überleitung zu dem nächsten Unternehmen, denn wir sind bei Checkpoint Software angelangt. Jetzt bin ich gespannt auf die Überleitung. Ja, das ist relativ einfach, denn wenn ihr nur den Blick auf die Marktkapitalisierung richtet und auf den Enterprise Value, stellt ihr fest, dass der Enterprise Value 4 Milliarden US-Dollar unterhalb der Marktkapitalisierung liegt. Und das liegt ja dann immer daran, dass da eine entsprechende Cash-Liquiditäts- oder festverzinslich investiert Position vorhanden ist. Und das sind eben genau diese 4 Milliarden. Ein Unternehmen, was mit einem KGV auch, wie Booking, die wir eben besprochen haben, von um die 20 notiert, die könnten ja auch auf die Idee kommen zu sagen, wir kaufen jetzt Aktien zurück. Und die, nö, die machen das nicht. Die sagen sich nämlich einfach, das ist gar nicht so schlimm, wenn wir dieses Geld haben, die fühlen sich damit ganz wohl. Im Porträt steht Technologie, es steht Israel da. Und die machen etwas, wo man Israelis eine gewisse Grundkompetenz zubilligt, machen was mit Sicherheit. Sicherheit. Alles, was mit IT-Sicherheit zu tun hat, egal ob es jetzt VPNs sind oder Firewalls sind, Sicherheitssoftware, alles das, was man braucht, ist einer der 4 großen Anbieter zusammen mit Palo Alto Networks, Fortinet und Cisco, wobei Cisco ja mein Wert in dem Bereich ist, weil es ein sehr solide Dividendenaktie ist, aber hat natürlich auch eine andere Größe als Tanker. Beachtlich hier nicht nur dieses Cash, ne? Immerhin reden wir hier bei einem Hightech-Unternehmen davon, dass 25% der Marktkapitalisierung durch Cash unterlegt sind und es ist ein profitables Unternehmen. Im Übrigen auch 2 Jahresumsätze in Cash hinterlegt. Genau, genau. Also unfassbar. Dann ansonsten haben wir bei Hightech-Unternehmen, weisen wir gerne mal darauf hin, dass hoher Goodwill drin ist, ne? Durch Übernahmen. Das haben wir hier auch nicht. 8,6% vom Eigenkapital nur sind Goodwill, also Bilanzluft in Anführungszeichen, böse gesagt. Das ist top solide. Also diese Bilanz sieht einfach großartig aus. Ja. Und ich wäre ja fast schon geneigt zu sagen, ole, ole. Allerdings muss ich natürlich sagen, dir gefällt das Wachstum nicht, ne? Mir gefällt das Wachstum nicht. Nein, also Umsatzwachstum über 3 Jahre 5,5, EBITDA-Wachstum 3,3, Jahresüberschuss 6,2%. Die Konstanz, mit der Checkpoint Software wächst, ist beeindruckend, aber die Rate, der Winkel ist mir einfach ein bisschen zu gering, insbesondere im Vergleich mit Palo Alto Networks oder auch mit Fortinet. Denn KGV ist das eine, aber wir sollten auch mal auf andere Bewertungen gucken, zum Beispiel Kursumsatz. Ja? Und wir sehen ja immer in der Bewertung mit einem 7-fachen des Umsatzes, das ist deutlich mehr, als wir bei Palo Alto haben, das ist dann 5,2. Cisco natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer mit 3,9. Und die letzten Zahlen waren auch schon wieder so, ne, dass man sagt, naja, also irgendwie, es läuft ja ganz gut, aber es ist jetzt nicht so der dieser Kickstarter-Effekt, wie man das auch bei einer Adobe oder so hatte. Natürlich auch hier großes Thema, Cloud, Subscription Revenue, aber
die Billings, die Rechnungen wachsen nicht in dem Umfang, wie man das gerne sehen würde. Aber man muss bei den Billings eben auch eine Sache sagen, wir sind im Sicherheitsbereich unterwegs. Dazu mal ein bisschen, was die eigentlich machen. Die zeigen das nämlich auch auf ihrer Website sehr, sehr schön mit der Live-Bedrohungskarte, wo es darum geht, wie sieht eigentlich die aktuelle Technologie-Landkarte aus und wo gibt es eigentlich im Moment Bedrohungen mit irgendwelchen Trojanern, die in der Welt herumschwirren. Das ist natürlich etwas, was in den Unternehmen, um die sich kümmern, zu mehr Sicherheit beiträgt auf der einen Seite. Jetzt sind wir auf der Übersicht, wo signalisiert wird, wie viele Attacken es am heutigen Tag schon gab. Man kann sich dann auch, das sieht aus wie ein Computerspiel, man kann sich das Ganze dann auch mal für Deutschland ein bisschen spezifischer angucken. Worum es aber geht, es geht um Sicherheit. Und Sicherheit ist dann eben auch etwas, wenn Unternehmen im Zuge einer konjunkturellen Abkühlung gezwungen werden zu sparen, dann sparen sie hoffentlich bei der Technologiesicherheit zuletzt, denn sonst kann es für sie ganz, ganz schnell bedrohlich werden. Ein Drittel aller deutschen Unternehmen, hieß es glaube ich in den letzten Tagen im Handelsblatt, wurde in den letzten 2 Jahren durch Attacken auf die Server bedroht und auch geschädigt. Und das ist eben etwas, wo solche Unternehmen helfen, dass es entweder nicht passiert oder wenn es passiert, dass das Problem gehandelt werden kann. Ja, das spricht aber generell für den Sektor IT-Sicherheit, nicht speziell unbedingt für Checkpoint Software. Insofern wäre meine Antwort, ich sehe jetzt nicht, warum diese Aktie jetzt besonders herausragen sollte gegenüber den Wettbewerbern sowie natürlich auch einigen kleineren. Wer sich für das Thema interessiert, auch für die nachhaltigen Ertragsströme, die in dem Sektor möglich sind. Es gibt mittlerweile ETFs davon, einen noch relativ kleinen, weil er erst vor kurzem gelauncht wurde von iShares auf Network Security und dann den LNG Cyber Security ETF, der schon von ETF Security seit einigen Jahren am Markt ist, glaube ich auch um die 700 Millionen Euro Volumen hat, also längst etabliert ist. Rund 50 Player, wer sich dafür interessiert, gerne mal diesen Fonds anschauen und vielleicht wünscht ihn sich ja auch jemand und dann ist er in der nächsten oder übernächsten Feedback-Sendung vielleicht dabei. So. Und damit kommen wir jetzt zu einem Unternehmen, was ganz, ganz viele tolle Sachen quasi auf sich vereint. Es ist unglaublich günstig bewertet mit einem KGV von 8 und unter 8. Es hat ein sensationell günstiges Kurs-Buchwert-Verhältnis. Es ist in dem von uns ja schon ganz gern genommenen MDAX, also dem besseren Abbild der deutschen Wirtschaft, enthalten. Auch das macht grundsätzlich sympathisch. Allein, es gibt ein kleines Problem. Es ist eine Bank und es ist nicht irgendeine Bank, sondern es ist die Commerzbank, wo auch der Kurs auf einem Allzeittief angekommen ist, nämlich jetzt bei 5 Euro steht. Und auch die Quartalszahlen, die jetzt jüngst veröffentlicht wurden, da war es eben so, dass man im Privatkundenbereich eine ordentliche Menge, über 1 Million Kunden in den letzten Jahren gewonnen hat. Also Privatkunden, hui. Aber in dem Bereich, den man in der 2016 verabschiedeten Strategie besonders stark auch haben wollte, nämlich das Corporate Banking, da lief es nicht so gut. Da waren die Zahlen massiv unter Plan, unter Vorgabe und das hat auch dazu geführt, dass die Aktie nochmal massiv abgegeben hat und eben auf die 5 Euro gefallen ist. Hammer, jetzt hast du so schön erwähnt, jetzt haben wir 1 Million neue Kunden, wird der mit den neuen Kunden auch Geld verdient? Das ist die erste Frage. Das zweite ist Corporate Banking, hört sich ja wahnsinnig schön an. Das ist einfach mal, hört sich wieder so angelsächsisch an. Das ist ganz normales Firmenkundenkreditgeschäft. Ne? Und im Firmenkundenkreditgeschäft weißt du genau, wenn es mal konjunkturell nicht mehr läuft, bist du gleich mittendrin. Ne? Und das heißt also wieder, Commerzbank, ne, hat sich einen Fokus gesucht und zack, wo ist der Fokus? Im Klo. Ne? Gleich mal ins Klo gegriffen, jetzt sind sie mitten in der Konjunkturabkühlung. Da sehr, sehr stark exponiert in die Risikovorsorge, sagt ihr schon alles, wobei ich bezweifle, dass das wirklich ausreicht. Aber nochmal, im Privatkundenbereich muss man eben erwähnen, dass sie da gegenüber dem Vorjahr gewachsen sind, dass sie auch gegenüber der Erwartung vorne lagen. Also das hat gut funktioniert, also sie haben da oberhalb der Erwartung abgeschlossen, aber sie haben im Firmenkundengeschäft, wenn dir das lieber ist, eben massiv
Underperformed darf ich jetzt auch nicht sagen. Ja. Enttäuscht. Genau. Deswegen. Ja, immer wieder enttäuscht. Dann sind wir gleich wieder im Investment Banking oder so drin. Ja, aber wir alle sind ja dabei. Ne? Bei der Commerzbank, wir sind alle Commerzbank-Aktionäre. 15,6% gehören uns quasi. Genau, genau. Der Staat hat mal irgendwann ein Paket gekauft von 25%. In einer unsagbar dämlichen Transaktion. Über die wir uns schon öfter aufgeregt haben. Wir aber die ist so dämlich, man kann sich da jedes Mal wieder drüber aufregen. Also es gibt Staaten, insbesondere ein sehr großes Land auf der anderen Seite des Atlantiks, die haben mit Bankenrettung damals richtig gutes Geld verdient und obendrein stehen die Banken heute richtig gut da. Man muss so formulieren, die haben auch ein Haushaltsdefizit, die müssen ja irgendwo Gewinne machen. Wir haben in Deutschland ein Handelsdefizit. Also die stillen Einlagen wurden zurückbezahlt. Fakt ist, für das Aktienpaket, was jetzt noch 1 Milliarde wert ist, hat der Bund 5 Milliarden mal bezahlt. Man kriegt den, also wenn man damit anfängt, man kriegt den Hut einfach nicht aufgesetzt, weil so viel Luft oben rausschießt, dass es dem sofort wieder vom Kopf ist. Deshalb sagt man, wenn man euch fragt, hast du Commerzbank-Aktien, du kannst eigentlich gar nicht sagen. Nein, ne? Irgendwie, wir hängen alle ein bisschen. Volker hat darüber auch einen Sketch gemacht. Er wusste immer gar nicht, wie er sich verhalten soll, wenn er da rein ist. Er wusste gar nicht, soll er sich jetzt darüber beschweren, dass die Einrichtung so schlecht ist? Er mag die gar nicht, aber ihm gehört sie auch, er will die Mitarbeiter noch nicht zu machen. Also ist alles merkwürdig. Viele Sachen sind bei der Commerzbank merkwürdig. Insofern können wir auch einfach sagen, nein. Ja, nein, man braucht, also diese Aktie, da braucht man auch nicht über eine Kneifzange oder sonst was zu reden. Das ist ein bisschen also der HSV der deutschen Finanzszene, ne, auch abgestiegen, aber kommt auch nicht mehr hoch. Ist Ende. Ist für mich gleiche Schublade wie Deutsche Bank, brauche ich nicht. Naja, für mich, die Schublade ist ein bisschen anders, aber bei der Commerzbank muss man eben einfach noch sagen, also wenn man dann solche Sachen hat und wenn man sicherlich auch in einem sehr, sehr schwierigen Umfeld unterwegs ist, gerade bei der jüngsten Pressekonferenz wurde auch nochmal zum Ausdruck gebracht, wenn die Basispunkte im Verzinsungsbereich jetzt nochmal 10 Basispunkte zurückgehen, dann bedeutet das für die Commerzbank eine Ergebnisreduktion von 50 Millionen Euro. Ja, was sind denn 10 Basispunkte? Wir reden doch mal darüber, wir müssen mal über Perspektive reden. Lass uns doch mal über 10 Jahre reden. Wo sind denn dann die Zinsen? -2, -3, -4? Nee, aber wir können es ja nicht ausschließen. Ja, wir können das gar nicht ausschließen. Von daher muss alles, was wir momentan erleben, hätten wir doch vor 20 Jahren damals als geldpolitische Science-Fiction abgetan. Total. So. Und deshalb können wir ja nicht sagen, nee, das war jetzt so der Floor, schlimmer wird nein, das nein, nicht. Nein. Das kann ganz ich auch böse gar nicht. Enden und das kann dann wirklich am Ende damit doch auch bedeuten, dass die Commerzbank komplett staatlich wird. Das kann passieren. Genau wie bei der Deutschen Bank. Das vielleicht ist kein Krisenszenario. Vielleicht lässt sich der Bund ja nicht nochmal so dämlich abspeisen. Aber, und jetzt kommt der eigentliche Kracher, wir haben ja einen SPD-Finanzminister. Der ist ja bisher jetzt auch nicht so unbedingt durch besonders spektakulär aktionärsfreundliche Vorschläge aufgefallen. Und weil man jetzt gerade bei der SPD die Andrea Nahles abserviert hat, muss man ja bei irgendjemand anderem stänkern. Und nun ist die Commerzbank eben gerade dabei, ihr neues Programm auszuarbeiten, mit dem sie in die nächsten Jahre wollen. Und auf welche hervorragende Idee kommt man bei der Bundesregierung? Man beauftragt die Deutsche Finanzagentur, strategischen Rat zum Wertsteigerungspotenzial der Beteiligung zu suchen, um ergebnisoffen zu prüfen, was man denn damit vorhat. Die Börsenzeitung hat dazu geschrieben, der Bund lässt als größter Aktionär der Commerzbank die Strategie und das Wertsteigerungspotenzial des Instituts durchleuchten für das Mandat eines externen Dienstleisters. Wir können ja mal gucken, ob wir uns da bewerben. Der im Herbst mandatiert werden soll, hat die Deutsche Finanzagentur bis zu 540 Personentage veranschlagt. Das Ganze soll in einem Jahr ablaufen, das heißt zu so 2,25 Personen wären ein Jahr lang exklusiv damit beschäftigt, um zu gucken, ob das, was der Vorstand da beschlossen hat, Sinn macht. Ich weiß ehrlicherweise nicht, warum man dafür 540 Tage braucht. Aber ich war ja neugierig und bin dann mal zum deutschen Vergabeportal gegangen, wo dieser Auftrag und dieses Angebot in der Tat ausgeschrieben ist, nämlich die Beratung bezüglich Commerzbank-Beteiligung für die Bundesrepublik Deutschland. Und wenn man da dann weiterklickt, kommt man tatsächlich auf eine Internetseite, wo so ein Auftrag ist. Und da gibt es eine Bekanntmachung und die kann man sich dann auch ganz, ganz einfach herunterladen. War ganz erstaunt, dass es so geht und dass es so funktioniert. Und da steht dann eben auf 6 Seiten einigermaßen kompakt das Ganze. Und hier geht es in der Tat genau um dieses Thema
dass also, man die macht das, macht das, Finanzagentur... Macht das doch mal mit, ladet euch das runter und wir können das doch mal machen. Jeder, der diese Sendung sieht, bewirbt sich da. Ja? Und am Ende kriegen wir so eine Einladung zu so einem großen Zuschauertreffen. Also ich kann dann wirklich nur zur Commerzbank... Vielleicht gibt es da Kekse. Ja, zur Commerzbank-Aktie kann ich nur Artikel 6 vom Rheinischen Grundgesetz zitieren. Ne? Der Rheinländer weiß es. Kenne man nicht, brauche man nicht. Verdammt! Ja, andere, die sich das jetzt gerade mit den Quartalszahlen angeguckt haben, auch da nochmal der Blick auf die Börsenzeitungsseite, die sind da jetzt partiell optimistischer, sagen dann aber auch, also das unterste Level ist 4,90, was hier so mit drin ist. Deutsche Bank sagt, ich meine Bruder im Geiste, die sagen eben mal hold, aber 7 Euro. Also wenn, darf wenn sich das, die Banken allen Ernstes noch untereinander selbst analysieren? Ich meine, haben die den Schuss noch gehört? Bei der Deutschen Bank würde ich einfach mal sagen, Bankanalyse machen wir nur noch intern, aber geben wir nicht nach außen. Ich meine, das ist doch peinlich. Na, und vor allen Dingen, dass man auch sagt, also wenn mein Kurs die 7 Euro ist, bei also 40% ja. Aufwärtspotenzial, finde ich ja schon mal ganz interessant. Aber in der Tat, Christian hat es mit dem rheinischen Gebot verknüpft. Der Chart ist eine eindeutige Sprache. Es geht eben für das Institut leider nicht in die richtige Richtung und leider nicht voran. Der größte Aktionär sagt jetzt auch noch, wir wissen eigentlich so gar nicht, was wir mit dem Ding sollen. Sehr traurig, vor allen Dingen für die Mitarbeiter, die da seit Jahren einiges durchmachen. Und nochmal sehr, sehr bedrohlich. Auch wie das Desaster bei der Deutschen Bank für Deutschland als Wirtschaftsstandort. Das darf man nicht vergessen. Also bei allem Spaß, lustig ist das nicht. Das ist auch wieder eines dieser zahlreichen ungelösten Probleme. So, das soll's zur Commerzbank gewesen sein. Aber Probleme gibt es ja nicht nur in Deutschland, bei deutschen Unternehmen. Probleme gibt es auf einem anderen Niveau sicherlich auch in Schweden. Ja. Bei H&M. Eine Aktie, die du mal auf Value geprüft hast, aber dann doch in die Spalte Ladenhüter einsortiert hast. Genau, ja, wobei die schnell, muss man dann zur Vollständigkeit der Geschichte auch sagen, wobei die dann schnell gewählte Alternativaktion auch keine gute Idee war. Die wirkte zum damaligen Zeitpunkt zwar einigermaßen attraktiv, aber in der Sendung habe ich dann stattdessen Daimler vorgestellt. Da muss man dann auch sagen, wäre es mal lieber die H&M-Aktie geblieben, über die wir dann im Vorfeld auch gesprochen haben, wo wir gesagt haben, ich fühlte mich nicht mehr so richtig wohl, weil auch das ganze Umsatzthema nicht so in die richtige Richtung geht. Und beim Thema Umsatz sind wir nochmal im Netz und ihr seht hier mal auf Guru Focus so ein bisschen so die Quartalsentwicklungen, wo ihr dann beispielsweise seht, dass im Februar bei den damals vorgelegten Zahlen ein sehr, sehr geringer Umsatz unter 5 Milliarden Euro hier bekannt gegeben wurde und dann eben auch ein Ergebnis von nur 76, was haben wir hier? Millionen. Ja, der Schwedenkron, genau. Ja. Ja. Herausgekommen sind. Und also das ist eben etwas, was nicht so gut aussah. Man was muss jetzt dazu wieder, sagen. War es wieder das Wetter? Es war Wetter oder Kollektion? Ja, aber Kollektion kann man ja beeinflussen. Ja, und was war jetzt? War der Winter jetzt zu hart oder zu wenig oder was war es? War es zu glatt und die Leute haben nichts gekauft und Wetter ist, also H&M ist Wetter ist halt immer. H&M ist ein globaler Konzern und dann kommt am Ende dieses Wetterthema. Das ist eine furchtbare Verarsche und ein Deckmäntelchen dafür, dass man seit Jahren eine völlig verfehlte Kollektionspolitik hat und dass man das Zeug häufig nur mit gigantischen Rabatten überhaupt aus den Lagern bekommt. Nicht umsonst ist der Ertrag seit Jahren rückläufig. Der Kurs hat das überproportional nachvollzogen. Die Aktie ist noch immer, obwohl sie ein bisschen aufwärts korrigiert hat gegenüber den Tiefs, 50% unter ihren Höchststanden in schwedischen Kronen gerechnet. Und jetzt kommt allmählich so ein Silberstreif am Horizont. Die letzten Quartalsergebnisse hatten tatsächlich, man höre und staune, einen Umsatzanstieg und die Rabattaktionen sind etwas runtergefahren worden. Die Marge ist also marginal wieder nach oben gegangen. Naja, aber immerhin. Ja, immerhin. Die und das ist auch notwendig, weil ihr seht auch hier noch in den Zahlen, wie es Net Income aussieht, dass man da eben insbesondere verloren hat. Man hat nicht beim Umsatz verloren, ganz wichtig, aber man hat in der Profitabilität massiv nachgelassen. Das ist beim Weil man das Zeug verschleudert, um überhaupt die Umsätze halten zu können.
So. Ja. Und dafür ist dieses Unternehmen mit einem 22er KGV, und wir haben ja jetzt ein paar Unternehmen auch in der Sendung gehabt, die um die 20 notieren. Also da gibt es in dieser Sendung diverse Unternehmen, die bei einem 20er KGV deutlich attraktiver bewertet wirken, die weiter ein Wachstumspotenzial haben oder die zumindest nicht so ein hohes Risiko auf der Umsatzseite haben. Genau, und selbst wenn man auf die Peer Group schaut, ja, also eine Inditex, wo das Geschäft wirklich läuft und funktioniert, trotz Wetter übrigens, das ist ja das gleiche Wetter, mit dem Inditex leben muss. Nee, die haben anderes. Ja, die haben anderes im spanischen Wetter. Ja, nein, ist ja auch weltweit. Die werden gerade mal mit einem KGV. Die kommen ja aus Spanien, die haben immer anderes Wetter. Bewertet, ja. Und da muss man sagen, also selbst auf dem Niveau, das ist keine Value-Chance, auch nicht mit Blick auf die Dividendenrendite. Das ist natürlich toll, wenn man sagt, 5,7% Dividendenrendite, ja, kommt dadurch zustande, dass es eine Vollausschüttung ist. Witzig auch, so eine hohe Dividendenrendite, so ein hohes Payout, und trotzdem wurde die Dividende seit 2011 nicht mehr erhöht. Zwar auch nicht gesenkt, aber sie stagniert seitdem. Also sozusagen eine schwedische Beiersdorf, nur dass es bei Beiersdorf ein sehr niedriges Payout-Ratio ist, und hier ist es wirklich jetzt absolut an der Grenze. Ja, die Familie ist natürlich Mehrheitsaktionär, profitiert davon. Und man könnte ja fast glauben, dass sie das jetzt noch 2-3 Jahre so machen. Dann haben sie nämlich genügend Kohle aus der Firma rausgezogen, um die Aktie zu einem relativ niedrigen Kurs zurückkaufen. Man kann es natürlich auch anders sagen. Man kann auch wohlwollend formulieren, dass sie an dieser Dividende festhalten. A, um diesen Track Record des nicht gesenkten zu halten. Und B, weil sie eben auch die Zuversicht haben, dass das Unternehmen in die alten Ertragsbereiche zurückgeht. Aber Geh mal in den H&M-Laden und guck dir mal die Klamotten an. Das ist toll. Das ist toll. Ja, siehst du mal. Ich gehe öfters rein, weil wir fürs Kind da ab und zu mal was einkaufen. Ja, das ist doch toll. Ne? Julian, der kriegt dann immer ein T-Shirt oder was. Das ist auch günstig. Wir bestellen auch online was. Das kommt auch dann nach 4 Wochen. Das ist echt, ne? Der Online-Shop ist eine Katastrophe, was Fulfillment angeht. Vier Wochen. Das ist der helle Wahnsinn. Da läuft nichts. Aber das sind auch Sachen, die kannst du dann nach drei Monaten wieder wegwerfen. Dann ziehe ich manchmal was an, so aus Spaß mal irgendwie so ein Jackett. Da ist wieder wie vor 20 Jahren. Da musst du ja teilweise eine Figur wie Quasimodo haben, damit dir das passt. Das ist so verschnitten. Nee. Also, nee. Wer auf Dividende steht, 5,7% ist schön, aber wir hatten in dieser Sendung die Allianz. Das ist für Dividendenanhänger das deutlich bessere Unternehmen. Wer sagt, 20er KGV ist in Ordnung? Da haben wir in dieser Sendung 2 Aktien gehabt, die um diesen Bereich herum notieren. Einmal Booking, da geht es um Reisen, da ist Wachstumspotenzial immer noch kräftig da, und da stimmt der Wachstumstrack-Record, und da ist die Checkpoint, habe ich jetzt richtig gesagt? Checkpoint. Gut. Checkpoint Software, die im Bereich Sicherheit drinnen, wo vielleicht das Wachstum aus der Brille von Christian im Moment nicht so optimal ist, aber wo zumindest auch das Rückschlagspotenzial relativ gering ist, und die haben eben auch noch 25% ihrer Marktkapitalisierung in Cash rumzuliegen. Also von daher, das bereinigte KGV ist sogar bei 15. Also es gibt in dieser Sendung alleine schon deutlich attraktivere Unternehmen, die einen dazu bringen, dass man die H&M-Aktie im Moment auch einfach mal in Schweden liegen lassen kann und sich anderen Unternehmen zuwenden kann. Sozusagen Artikel 6a, kennen wir, brauchen wir nicht, fort damit. Gehen wir zur letzten Aktie in dieser Sendung. Wir sind bei Takt mit sozusagen 2K. Aus dem Takt geraten. Die Aktie, das ist zumindest der Aktienkurs. Ja, zumindest der Aktienkurs kommt von deutlich über 20 und hält sich jetzt knapp über 10. Und das, obwohl die Gewinne, zumindest über 5 Jahre noch halbwegs stabil sind. Takt als Unternehmen kaum bekannt. Die Marken schon eher, vor allen Dingen bei gewerblichen Einkäufern. Kaiser und Kraft ist eine der Marken, die dazu zählen. Und spannende Produkte. Verkaufen alles das, was man im Geschäfts- und Bürobetrieb so braucht, sowie auch in der Gastro. Nicht schön, aber nützlich und notwendig. Servierwagen, Assietten, Beschriftungsgeräte. Alles das. Stühle. Messebau. Ja, auch schön hier. Also auch das Zeug, was da drin ist. Es sieht ein bisschen merkwürdig aus. Aber man braucht das in der Kantine. Das ist alles Zeug, was halt doch gekauft werden muss. Allerdings kann man sich da im Unternehmen auch unter Umständen mal vorstellen, es muss jetzt kein neuer Aktenschrank her, wenn die Zeiten gerade nicht so gut sind. Der alte hält auch noch 3 Jahre. Insofern ist ein solches Unternehmen natürlich konjunkturell getroffen. Und
es ist dann eben möglicherweise noch gar nicht vorbei, denn diese Probleme hängen ja auch damit zusammen, dass man so ein paar Umstiege ein bisschen verspätet erst angegangen ist. Wir sind hier in einem Bereich, wo man die gute alte Death by Amazon Geschichte, ja, dazu gibt es übrigens auch im Archiv noch eine Sendung, spielen kann. Gleichwohl ist das Unternehmen jetzt natürlich in einem Bereich angekommen, selbst wenn es um Stagnation geht, KGV unter 10, Dividendenrendite 4,7%. Das ist zumindest schon mal ganz interessant, aber wir sind vermutlich, wirst du da auch zustimmen, in dem Bereich, wo man auch sagen kann, warten wir vielleicht erstmal ab, bis sich so ein paar dieser E-Commerce-Bemühungen auch so beweisen, dass es wieder ein bisschen vorangeht. Und dann lieber zu 13, 14 Euro kaufen, wenn man eine höhere Gewissheit dahingehend hat, dass es wieder aufwärts geht. Ja, also E-Commerce-Anteil liegt momentan bei 54%. Die kommen aus dem klassischen Kataloggeschäft. Man darf natürlich auch bei so Einkäufern nicht die Loyalität unterschätzen, die man aufgebaut hat. Die haben natürlich auch viel Geschäft, was jetzt nicht nur Katalog ist, sondern auch Beratung, das integriert sein in Unternehmensprozessen, genau, dass man da bestellen darf. Ist, genau, da sind die aufgesetzt. Insofern, also diese Disruption bei Amazon ist zwar sehr stark gespielt worden an der Börse und erklärt auch einen Großteil des Kursrückgangs im Jahr 2018, ist aber fundamental eigentlich nicht das Problem, sondern wir haben es einfach wirklich damit zu tun, dass Unternehmen zunehmend Investitionen auch in ihre Betriebs- und Geschäftsausstattung aufschieben. Diese Investitionszurückhaltung hat man jetzt schon gemerkt in den vergangenen Quartalen. Die hat man im letzten Quartal dahingehend gemerkt, dass der Umsatz organisch zurückgegangen ist. Aber noch ist es ja gar nicht so schlecht in der Wirtschaft, vor allen Dingen nicht in den USA, wo man immerhin 43% der Umsätze macht, also sehr, sehr stark präsent ist, insbesondere im Küchenbereich, wo man gerade einen wichtigen Auftrag eines Großkunden verloren hat. Das heißt, da kann noch einiges kommen und man hat jetzt am Margenziel 12-14% nochmal festgehalten und gesagt, das kann natürlich auch mal im unteren Bereich von diesem Korridor sein, der ja natürlich für ein Handelsunternehmen nach wie vor großartig ist. Aber wenn wir weitere Umsatzrückgänge haben, wird das auch durch Kostensenkung nicht aufzufangen sein. Insofern, trotz der Dividendenrendite, trotz der Kontinuität, trotz des sauberen Managements, muss man ganz einfach sagen, würde ich da momentan nicht in das fallende Messer greifen. Die Aktie war mal durch die Erhöhung Dividendenadel, ist aber dann 2019 rausgerutscht und das war auch dann ganz gut so. Wobei 2019 war noch nicht der Spitzenmoment, also 2018 wäre da schon besser gewesen, oder? Ja, aber 2018 haben sie die Dividende erhöht. So, und das zeigt dann eben auch, also dass das, was wir am Anfang gesagt haben, dass keine Strategie immer und zu 100% funktioniert, das gilt dummerweise auch für den Dividendenadel. Eine Strategie funktioniert ja. Das hat ja nichts mit einer Gesamtstrategie zu tun, sondern das sind immer das geht natürlich Strategie so nicht. Das ist eine Diskussion, die ich gerade häufiger führe, weil es hat natürlich ja was damit zu tun mit der Gesamtheit. Das ist ein einzelner Wert. Ein Teilbereich dieser Strategie kann dann eben auch mal vor die natürlich. Wand. Natürlich. Nein, Wand ist er ja noch nicht. Nein, aber das gehört zu jeder Strategie dazu. Und wenn du dir, also ich habe das gestern bei mir auf Twitter gepostet, wenn du dir die Dividendenadelwerte dieses Jahres anschaust, die Liste, die ich am 13. Januar veröffentlicht da haben. Da ist eine Bayer mit dabei. Die Bayer ist gar nicht so schlecht. Da ist eine Froster dabei. Richtig scheiße gelaufen. Da ist eine Henkel dabei. Total mies. Aber man muss halt sagen, man muss dann die Liste halt auch komplett nehmen. Zum Beispiel die Top 10 Werte. Und die Top 10 Werte sind 7-8% vor dem DAX, vor dem MDAX, vor dem SDAX und vor dem TechDAX. Man muss die Summe des Portfolios nehmen, weil man hat dann halt auch so eine Bechtle dabei oder man hat eine CTS-Eventim dabei, die entsprechend gut gelaufen sind. Das ist halt dann das Thema, wenn man nicht auf den einzelnen Wert geht, sondern dann muss man auf die Strategie gehen. Takt jedenfalls wird sich erstmal so bald nicht wieder qualifizieren, weil in dem Umfang noch eine Dividendenerhöhung ist eigentlich nicht absehbar, würde auch nicht zum Unternehmen passen. Wir haben auch sehr häufig einfach dann mal wie im Vorjahr gezahlt und dann häufiger auch mal dann zu viel Cash, wenn es dann da war, über Sonderdividenden ausgekehrt. Also mir fehlen jetzt da auch die Gründe, was zu machen. Wer die Aktie sowieso schon hat, sie ist ja angefragt worden, wer sie mag, fein, aber jetzt weder wegen der Dividendenrendite noch wegen des Kurses gibt es hier einen Grund reinzugehen. So, und damit sind wir bei diesen Unternehmen durch, die wir in dieser Feedback-Sendung zu besprechen haben. Wer uns jetzt auf YouTube gerade sieht, der verpasst
im Anschluss quasi an das Ende des Videos den Teil, der schon links steht, Christian, wenn du mal rüberreichen magst, nämlich der Teil, den wir in der Regel mit unseren Live-Zuschauern noch hinterher machen. Da gibt es gutes Pilsener Urquell, gutes Bier, was wir uns jetzt gleich zu Gemüte führen und noch die eine oder andere Minute oder auch halbe Stunde mit den Live-Zuschauern verbringen. Wenn ihr da mal mit dabei sein wollt, dann meldet euch an auf www.echtgeld.tv für die Echtgeld-TV-Lounge. Da werdet ihr dann regelmäßig eingeladen, werdet auch darüber informiert, wenn die Feedback-Wunschbox das nächste Mal aufmacht und erfahrt vor allen Dingen, wann der genaue Termin für die Tenbagger-Sendung ist, die ja auch noch aussteht. Und da blicken wir dann nicht zurück, sondern nach vorne in die Zukunft und stellen euch mal ein paar Kandidaten dafür vor, die sich aus unserer Sicht verzehnfachen könnten. Damit danken wir für das diesmalige Zuschauen, wünschen alles Gute, sagen Prost und bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Berlin.